Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Sven Klöpping und ich stelle heute die Zeitschrift Kaskaden vor. Die gebe ich heraus seit 2010. Und in dieser Zeitschrift wird Lyrik und Kunst veröffentlicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die folgenden Texte stammen aus der Printausgabe, aus der ersten Printausgabe, die im Winter 2010 erschienen ist. Und die gibt es für 7,50 Euro unter der Internetadresse www.lyrikzeitschrift.de. Einfach per E-Mail an mich dann bestellen. Ich beginne. Der erste Text stammt von Angela Kreuz. Er trägt den Titel Gekrümmte Raumzeit. Erdbeerblaue Türstöcke schütteln sich vor Lachen. Das Geigeneis tanzt auf einer Kühlerhaube durch den Ätherklang. Alles wartet auf die berühmte Formel. Doch der Gnom auf dem Fahrrad hat sie vergessen. Einsam blinzelt er durch die matt glänzende Zellstockantenne. Ein Lichtstrahl reitet durchs Wellenmeer. Die Zeit steht still. Merkurius räkelt sich vorm Fenster, zieht seinen Schleier ein, macht morgens Striptease um Mitternacht. Der nächste Text stammt aus der Feder von Christiane Schulz und er trägt den Titel Landidylle mit Schloss. Noch sind sie eingehaust. Schon ewig heißen sie Pomona, Apoll. Im Frostschutz auch sämtliches Grün. Und die Bauern weggepackt von der Geschichte. Es kräht kein Hahn mehr. Nach ihnen die heutigen Dorfbewohner, eingewickelt von ihrem Schicksal. Heulen nur hier und da die einsamen Hunde in das allgegenwärtige Kalt. Auch der nächste Text ist von Christiane Schulz. Er heißt Eines jeden Rinde. Wir wollten uns treffen. Bei den Obstbäumen streicht ein Schneewind umher, trägt ihnen einen Pelz an. Dahinter umästeln sie sich, wurzeln miteinander im Verborgenen. Noch die Früchte werden sie gemeinsam tragen. Wir haben uns getroffen, wie auch die Obstbäume beieinander stehen. Es passt noch immer ein Alleinsein dazwischen. Und nun ein Gedicht von Evelyn Jün. Es heißt Baumhaus. Die moosgezeichnete Tür bleibt erinnerungsgefasert, doch das Vergessen schleicht sich um die Muster der holzgewachsenen Zeit. Nur der Gedanke sucht nach wolkenverhangenen Tagen, in denen das Grau wie ein weiches Fell den Wald bedeckte. Nur der Gedanke sucht den warmen Kern des Ortes, an dem die Geborgenheit wie ein weiches Fell das Kind beschützte. Der moosbewanderte Pfad bleibt unbeschritten, und das Vergessen schmiegt sich um das Haus der früheren bedeckten Vergangenheit. Hartmut Brie. Hinter der Erwartung Trümmerreste. Über sich selbst hinaus Flügelschläge. Der Weg nach oben ein langer. Zufall und Können im Gleichklang. Geniales auf der Strecke. Hinter der Erwartung Trümmerreste. Die Zeit der Träume eine gestrige. Schaulaufen und Werbung mit Vorrang, Originelles zur Schnecke. Unter sich selbst hindurch Höhlensuche, die Innenschau eine Stille, versenken und auferstehen ohne Außenzwang, Gebetsgleiches mit Engelsgeduld. Vor lauter Seele Schattenreiche, die Schaltzeit des Computers eine heutige. Wirrungen und Wirrungen beim Schaffensdrang. Eigentliches in Aufruhr und Tumult. Isabel Gomez. Isernio. An Budapest, am Tag gelehnte Schlüpfrige. Den Wolken genommen, wippt sich Regen durch Haar. Lässt Wasser dünn spazieren, schaust du. Bleibe ich. Am Fuß und an der Stufe. Vertropft ein Singvogel, graue Stadt. Viele tragen weichkullernde Regenschirme fort. Und nun ein Auszug aus einem Sonett von Knut Schaflinger. Wärmespeicher, eine Haut, mit John Keats. Hitzewelle sein, das versuchten wir auf dem Rücken liegend am Strand und bogen rhythmisch die Kreuze durch. Du lagst da, Sand klebte dir auf dem feuchten Fleisch. Warst Kleopatra aus deinem Teppich gerollt und fragtest, welcher Gott
ließ zu, dass eine schillernde Muschelhälfte ein so hautenges Kleidungsstück dir um die Hüfte gebunden war. Aber du hattest ja von ihrem Rauschen gehört, legtest dein Ohr auf die taube Stelle darunter und spürtest keine Last. Hätte Venus nichts um den Leib getragen, sie sähe dir ähnlich. Ich sehnte die Arme herbei, damit du noch deinen Rat schlagen und den ganzen Himmel auf deinen Sohlen tragen kannst. Oder Haare aus der Stirne streichst. Feucht vom Ende der Fristen. Deine wie meine. Und John Keats dann ja auch noch recht behielte. Berührte Haut erinnert sich. So viel zur Printausgabe. Ich lese jetzt noch ein paar Texte aus der Online-Ausgabe, aus der zweiten Online-Ausgabe vor. Denn Kaskaden erscheint auch im Internet und kann für nur 50 Cent bezogen werden, im Abo für 1,75 Euro für 2 Jahre, also 4 Ausgaben. Der erste Text stammt von Alfred Zoppelt und heißt Afrika. Gazellen sind Blumen, die es ablehnen, vom sprunghaften Metall eines Panthers zu träumen. Es kaut der Wind das Steppengras und reitet gleichzeitig auf großen Elefanten. Im Schatten einer Banane flirtet der Urwald mit dem Dschungel und mit der Malaria. Und täglich holpert die Sonne wie ein junger Jeep durch dieses alte Löwenland. Frank Wittmer, Erdung. Am Felsen reibt der raue Ruf der Gischt bedeutungsschwer. Gemurmelte Beschwörungsformeln alt von Ferne her. Zu deren steten Klang sich spitzes Vogelschreien mischt, denn Wasserfläche, Strand und Himmel sind nur scheinbar leer. Verborgen lauern kaubereite Münder überall. Zu rechter Hand den Hafen streift die steife Brise quer, auf ihrem wasserkalten Katzensprung in mein Genick. Die Luft ist scharf gewürzt und schmeckt nach Salz und Tang und Teer. Ein Stand zeigt rote Sterne Ärmchenrecken tausendfach ins trockene Nichts. Ein Schild sagt, nicht geeignet zum Verzehr. Der Tod ist nur Dekor, das Sterben echt. Das Wasser lebt als nullter Pol zur Spannung wirkungsstarke Gegenwehr. Es bleibt in Augen, Ohren, Nase, Mund und auf der Haut. Es bleibt in Denken, Fühlen, Sein, das andere, das Meer. Günther Androsch. Glasfensterblickig. Glasfensterblickig ruht still das weiße Schneefeld, einsamkeitsgetränkt, blaumilchige Ewigkeitsebene. Hinter der schönbrunngelben Mauer steht mondlichtig das schwarze Kreuz unter Tausenden und doch findlings allein. Und es steht streng auf dem schneebedeckten Grab, und unter dem Schnee ist Erde bloß und nichts sonst. Einst war da ein Hauch des Glücks, dann die verstümmelte Figur des Vaters, zu Asche verbrannt, zu Staub geworden, und der schwarze Wind bläst darüber hinweg, Mondnacht kalt. Jochen Stüßer Simpson. Fliegen im Schilf. Über dem Schilf fliegen die Libellen, mit verknüpften Körpern. Auf dem Steg liegen wir, verbinden unsere Körper und fliegen mit. Manfred Pricher. Unbelangt. Das Parlando der Belanglosen, für die es nicht reicht. Belästigung der Armherzigen auf dem Weg des kurzen Karlauers. Hier triumphiert der Flachsinn, beugt sich dem Wortschwall ein Eimer zu wenig. Und die Nähte platzen hervor, worauf man nicht hereinfallen wollte. Erfindungen einsilbiger Geräusche und Notaufnahmen des Augenblicks. Wir drehen uns wieder um und dämmern weiter im Schein, den sich keiner herunterholt. Marco Kerler, Up to Date. Eine Sekunde oder ein Bruchteil, davon gibt es viel. Alles verändert, beim Alten geblieben, ist nichts, und doch erkenne ich meine Stadt auf den ersten Blick nach Jahren nicht wieder. Dort wachsen Häuserblocks in Hundertstelsekunden, verzerren Erinnerungen, erschrecken in ihrer architektonischen Monstrosität. In einer Sekunde ist alles aus der Mode geraten. Lyrik zum Beispiel interessiert keine Sau. Nora Dubach, Gegen die Wand.
Gegen die Wand rennen, Türen eintreten, Wunden lecken. Wut verstrickt sich, umgarnt die Verzweiflung, gemörtelt, ummantelt, glasversplittert mein Herz. Sven André Dreyer, Freitagnacht, 0.07 Uhr. Musik klingt überlaut aus Lautsprechern und du stehst neben mir und trinkst dein Bier. Der zottelige DJ gibt alles, wirft schwarzes Vinyl auf den Teller und macht uns tanzen. Und plötzlich schreist du, dass du jetzt weißt, warum die Neonazis keine Disc-Jockeys werden können. Sie können, so schreist du, nicht unterscheiden zwischen 33 und 45. Es folgt ein Text von Timothy McNeil, der leider in diesem Jahr verstorben ist. Zero. Raumzeit Null. Du schwebst neben der Neonröhre, siehst auf dich selbst herab. Die Bettrandbesucher sehen auf die Uhr. Ein Augenpaar fehlt, doch du siehst ihre Tränen. So, das waren die Texte aus der zweiten Online-Ausgabe. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Kaskaden auch einen Lyrik-Letter herausbringt, der erscheint monatlich und ist kostenlos. Ihr könnt euch einfach auf der Website lyrikzeitschrift.de für ihn anmelden. Ich werde jetzt noch ein paar Texte von mir vorlesen. Ich veröffentliche ja selbst nichts bei Kaskaden, aber ausnahmsweise lese ich mal was von mir vor. Ich teile die Texte auf in melancholisch und spaßig. Es folgen nun die melancholischen. Teletubbies. Sie leben so lange wie das Zelluloid, auf dem sie hüpfend Pirouetten drehen und bieten auch den Kindern eine Aussicht, indem sie ABC und Katechismus spielen, sodass schon der Sechsjährige weiß, wofür es sich zu sterben lohnt. Sie lassen uns fröhlich in den Heiligen Krieg ziehen und heben schon mal die Gräber aus, falls wir doch zurückkehren. Wenn das geschieht und wir alt genug sind, werden wir sie zwar ausschalten, aber ihr dämliches Grinsen wird uns überall hin verfolgen. Triumphgeflüster. Charmante Leichen füllen dein Wohnzimmer, verbreiten Triumphgeflüster mit ihren Scheckkarten Fasches, beinernden Zeptern, versteckt hinter einem Ring aus Zugangscodes. Sie wollen dich überragen, doch stehen dir nur bis zum Hals und wanken, während sich ihr Standpunkt per Geheimzahl ändern lässt. Selbst Nacktschnecken besitzen mehr Rückgrat als meine Gäste, flüsterst du deinen Belegexemplaren zu, die im Regal verstauben. Dieser Text ist Wolfgang Fienhold gewidmet, der leider auch in diesem Jahr gestorben ist. Er ist auch ein Kaskadenautor gewesen. Es folgt ein weiterer Text von mir. Tacheles. Wenn dein Lachen Nostalgie geworden, dein euphorisches Geschrei verstummt, deine marmorne Zartheit zu zartem Marmor geschmolzen ist, werden wir die grüne Fee wie Vin Mariani trinken und Leichentücher wehen lassen am Halbmast deiner Erinnerungen. Schauspiel. Der Tod bestellte noch ein Bier. Das Rindvieh gegenüber kotzte. Man schüttete ihm nach. Als es nicht mehr zahlen konnte, wurde es rausgerollt. Der Tod blieb ruhig. Das Vieh kam wieder, torkelte in Richtung Theke. Eine halbvolle Whiskyflasche zersprang an seinem Kopf, der prallte auf die Bretter, die nichts mehr bedeuten. Blut zwängte sich in die Ritzen dazwischen. Der Tod trank aus, klatschte und ging ohne zu zahlen. 3 Sekunden Hoffnung. Ich spielte Gott, hauchte einem Nachtfalter Adieu. Er ging ins Waschbecken für Händewaschzeit, klebte zappelnd an Keramik. Spielte Gott, blies ihn ins Wasser. Er zappelte verständnislos, bis Gott ihn wand. Er schleppte sich zum Beckenrand und gab mir 3 Sekunden Hoffnung, worauf er sprang. Frieden. Es ist wahr, der Frieden gleicht einer Taube. Er fliegt über dir und scheißt auf deinen Kopf. So, das war jetzt schon eine gute Überleitung zu den lustigen Texten, die jetzt folgen. Die meisten davon stammen aus einem Projekt von mir, aus einem Buchprojekt, das heißt Schnurz. Das sind freche, bissige Texte. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Tiger. Der Tiger streift.
Der Vielfraß. Der Vielfraß ließ nichts übrig. Als letztes gab es Ichsuppe. Fast Food. Hoppa hoppa antiloppa, bist du fast, ich kann nicht stoppa. Scheppa deppa antiblätter mit dem Koppa, ich bin doch gschetter. Brutzal, Brat, immer die lecker. Dreh am Spieß die, wirst mir schmecker. Was grinst so blöd mit deinem Kopfer? Ich bin der Lev, du bist mein Opfer. Brief von der Mafia. Erledigt, 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 erledigt. Kakalakak. Kakalakak, sagte der Vermieter, gefragt nach Insekten in der Wohnung. Da, da, iss, Tisch, sagte Mutter Holzwurm zu ihrem Baby. So, ich hoffe, die Texte haben euch gefallen und ihr schaut mal auf unsere Homepage vorbei, www.lyrikzeitschrift.de. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit.